Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8. Wir sind hier vom abgestürzten Titan. Was zeigt der mir jetzt hier an? Also, jetzt ist es da vorne das Interessante. Jawohl. Das ist sowieso hier vor uns. Das haben wir schon entdeckt. Das, wo wir jetzt hier hin wollen. Genau. Und zwar wollen wir jetzt hier minus 3 Grad. Wie weit geht der Komfortbereich mit dem Ding hier? Minus 10. Okay. Sonne geht auf. Ich hoffe, es wird dann wärmer. Wir wollten hier abbauen. So weit wie irgendwie möglich. Jetzt sagen wir ja, jawohl, gehärtet. Normaler Würfel. Gehärtet. Hat zwar 1000 Lebenspunkte, aber wenn wir das hier runterklopfen, haben wir 3 Stahlplatten und eine gehärtete Stahlplatte. Yippie, juhu. So, eigentlich und uneigentlich und sowieso, weil irgendwie... ja, wollte ich aber auch nicht zu viel wegnehmen. Der höchste Recht, sonst ich Schwachkopf und so und komme dann... Hier komme ich nicht rein, ne? Nee. Gut, wir hatten ja irgendwo einen Einstiegspunkt gefunden. Ich schraube mich nur durch, wenn es dann unbedingt sein muss. Ich habe schon zu oft wirklich das Problem gehabt. Wo geht's denn hier rein? Wir sind doch auch irgendwie da unten durchgekommen, ne? Dass wenn ich mich bei zu vielen Sachen durchschweiße. Hoffentlich wird jetzt das Schiffi nicht angegriffen. Das klingt eher nach mir. Also die kommen schon mal angelaufen, ja. Was wollte ich sagen? Dass wenn ich zu stark mich irgendwo durchschweiße, dass dann irgendwas richtig stark abfällt. Und das will ich halt vermeiden. Drei in die Hand. Das sind die Spinnies. Hier kommen noch mehr Spinnies. Du legst dich schon mal hin. Jawohl. Da sind noch 2. Yep. Die hat es schon gereicht. Ja. Wie viel Schuss habe ich noch drin? 80. Musst ja auch ein bisschen treffen, ne? So. Der Bereich ist ein bisschen kleiner geworden. Ich hätte vielleicht vorher auch mal auskippen sollen. Och, Alter, du klappst gar nicht, was ich für einen Schupper auf dem Rücken habe. Nee, nicht Angst, aber, weißt du, ich ja so... Oh, Ekel. Mir läuft's eiskalt den Rücken runter. Ja, ich weiß, dass ich das da nicht kaputt schießen kann, aber will ich auch nicht. Denn ich will ja die Spinni und so kaputt machen. So, diese Richtung wäre es dann richtigerweise. Ja, irgendwann treffe ich es auch mal. Ich wollte jetzt nur die Spinnis draußen haben, kaputt haben, um sicher zu gehen. Dass die nicht mal ein Schiff angreifen. Hier lang, da lang, überall lang, irgendwo ging's hoch, hier ging's hoch. Nicht, dass das da oben abfällt, weißt du, ja, ich fange am besten nochmal an. Herzlich willkommen und so. Ich schweiße draußen ungern rum, mir sind hier oben nämlich schon viele Sachen einfach abgefallen, um das mal so zu erklären. Und hier oben sind gute Ressourcen, die man hier mitnehmen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich hier überall schon reingeguckt habe. Da zum Beispiel nicht. Das Temperaturdingens können wir mitnehmen. So, das schweißen wir raus. Hier hat man einen Kern raus. Hätten wir hier oben alles rausgenommen? Nein. Solarzellenblöcke, jawohl, da hätten wir uns die sparen können. Mobiliar-Deko-Block.
Ja, das ist nicht schlecht, braucht man selber nicht bauen. Aber besser wäre doch sicherlich, wenn ich hier umschalte auf zerlegen. Ach so, wir kriegen ja weniger raus, ne? Aha. Das ging gar nicht zu zerlegen, oder was? Du hattest genau Schrank. Hab ich dafür nichts gekriegt? Nö. Also muss ich die abbauen, zerlegen, demontieren? Dann kriege ich wenigstens Stahlplatten. Zerlegt eigene und öffentliche Strukturen. Es werden immer Komponenten zurückgegeben. Ja, und das scheint nicht überall zu funktionieren. Dann machen wir demontieren. Wenn wir ab und zu mal eine reinkriegen ins Inventar, zerlegen wir sie halt eben wieder. So, Map. Das sind Glasfasern. Deswegen zerlege ich es. Und das sind 4 Stahlplatten. Das ist gehärteter Stahlblock. Das ist schön, da kriegen wir das auch. Was kriegen wir hier raus? Glasfaser. Umso weniger müssen wir farmen gehen. So. Gab es ganz oben irgendwas mit Antenne oder sowas? Wie komme ich ganz hoch? Alter, ist es auch. Jawohl, das ist hier härter. Ach so, nachladen. Jawohl. Muss auch mal sein. Hier komme ich schon raus. Dann brauche ich ja nur hier. Jawohl. Jetzt mit Schwung hoch. Nein, keine Antennen mehr oben drauf. Jawohl, Stahlplatte. Und hier kannst du halt auch immer schön oben drauf gucken, ob es sich lohnt. Jawohl, da sind Düsen ohne Ende. Also springen wir wieder rein. Hier oben haben wir keine Düsen drauf. Müssen natürlich aufhören, dass wir da nicht runterfallen. Aufpassen, dass wir da nicht runterfallen. Und ich weiß nicht, waren hier Außendüsen dran? Glaube ich nicht, ne? Aber das sehen wir ja dann von den ganzen Seiten. Irgendwo ging es hier auch nochmal raus, ja. Aber das ist ja jetzt erstmal egal. Wir haben das. Wir haben das und kommen hier so raus. Und können jetzt hier alles abbauen. Was ist das? Das ist nur normales Rohr. Das ist gar nichts mehr. Du kriegst nicht mal die Deko wieder. Das ist ja krass. Hier kriege ich die Stahlplatte wieder. Aha. Von hier bin ich gekommen, ne? Das ist doch nur ein normaler Block hier. Die Blöcke sehen jetzt so aus, dass du... Boah, Alter. Dass du dich wirklich erschrecken kannst. Hier schon wieder... Respawn oder was? Hab ich nachgeladen? Nicht ganz. Können wir trotzdem machen. Von wo? Ach hier. Da. Mhm. Eine Einzelne? Glaube ich nicht. Aber egal, was ich glaube, ne? Da hoch müssen wir. Heißt, dass ich mal hier irgendwo meine Richtung einhalte. Links rum. Genau, hoch. Dann kommen wir nämlich hier raus. Und schauen mal nach hinten und nach vorn. Dort sieht mir nach einer Düse aus. Schraub dich mal hier durch. Nein! Das ist doch... Genau, Rohstoffabbau, das ist richtig. Wir wollen noch zerlegen, demontieren. Würfel demontieren. Und dann wollen wir... Was war denn das? Eine Stahlplatte? Das sind Stahlplatten oder was? Das sieht nur so aus wie eine Düse. Das sind nur noch Stahlplatten von einer Düse. Ja, Schweine! Mi, mi, mi.
Weg, wollte eine Düse abbauen. Was ist das denn? Sind das auch nur noch Platten? Map. Jetzt die Per. Steuerblock L. Das sieht nur noch aus wie eine Düse. Boah, ist das mies, oder? Das waren ja die schönsten Ressourcen hier. Bam, 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 bam. Ja, spring hier rum wie verrücktes Eichhörnchen. Mach ich, mach ich, mach ich. Genau. Darauf höre ich. Puh, dann das hier können wir wenigstens mal abbauen. Oszillator, Neodymium, machen Stromspule, Zaskosium. Da mal wenigstens etwas. Da musst du ja jetzt hier genau suchen, alter Schwede. Und das rote, das ist meins. Jawohl, dasselbe nochmal. Wenigstens die RCS bringen was. Den hier, nehmen wir, wenn wir rausgehen, die Knifte in die Hand. Obendrauf. Obendrauf. So wie du es mir gerade sagst, leuchtet es ein. Jawohl. Hier. 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 Ja, nachladen. Jawohl. 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 Das da. Und das ist eine Schubdüse S. Jawohl. Nano, Neodymium, Kobalt, Satium. Satium ist jetzt nicht so der Problemfaktor. Wie gesagt, hier. Da kriegen wir die gehärteten Stahlplatten raus. Müssen heute ein bisschen rumschrauben. Lohnt sich auf jeden Fall. Da haben wir mal ein paar da. Nur, dass wir welche im Konstruktor haben. Dann für Multitool und sowas. Ist natürlich auch nice, wenn man auf diese Art und Weise das Schwierigkeitsgrad-Level sozusagen erhöht. Indem man hier viel weniger Ressourcen rausklauen kann. Dann musst du natürlich genau auf die Seiten gucken, ob hier irgendwo Düsen dran sind. Da ist keine. Ich kann natürlich jetzt von der Seite hier drüber laufen. Und kann nachschauen, ob hier oben noch eine Düse drin ist. Ich hoffe mal. Sieht nicht so aus. Nee, das sieht alles ein bisschen derb zermatscht aus. Okay, dann gehen wir hier wieder runter. Schauen hier rein. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir hier mal irgendwo... Nein, das ist Stahlblock. In der gesamten Düse finden. Auf jeden Fall haben wir hier wieder RCS1. Hier ist auch nur Matsch drin. Und... Stahlblock. Und hier... Naja, ich glaube das nicht, ne? Da, ich muss da mal gucken. Stahlblock. Schade, schade, schade. Irgendeins war doch oben noch versteckt. RCS. Hm. Hier anscheinend nicht. Da oben ist keins. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich es rausgenommen hätte. Jo. Dort sind schon mal viel weniger Ressourcen, als wir gewohnt waren von früher. Wir schnurzen mal was rein. Aber immerhin, 3 Oszillatoren, 12 Neodymion, 3 Stromspulen. Wir haben aber noch keine... Mist. Keine... Ach man, wie heißen die anderen hier? Ja, genau, weißt du schon, was ich meine? Die fehlen uns noch. Für die Tür kriege ich ja auch nichts mehr. Doch. Jetzt ein Block. Ja, und jetzt muss ich raus. Muss ich ja sowieso. Wir haben ja schon alles. Aber wir düsen nochmal rundrum. Vielleicht ist im vorderen Teil noch was. Aber hier, nimm mal den Kniff in die Hand und so. Hätte ich vielleicht Tür zumachen sollen, wa? Nicht, dass hier was vorne wartet und so. Na komm. Komm doch mal rein hier. Junge, 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 habt ihr doch mal nicht so. Das hätte ich vielleicht vorher alles entladen sollen. Ich glaube, das müssen wir zu Hause dann mal irgendwann in Ordnung bringen. Das wird so nix. Da
habe ich da dann auch noch was vor. So, was ich gucken wollte, war jetzt hier an den Seiten. Und hier im Vorderteil. Der nicht vorhanden ist. Ja, um die guten Düsen zu kriegen, werde ich wahrscheinlich hier alles ausbohren müssen. Um solche Frachtboxblöcke hier zu finden. Ja. Wo es hingeht, können wir ja gucken. Warte mal, kriege ich hier was für zerlegen? Jo, das geht also doch noch. Da können wir nur hier rein. Also gibt es allgemein Sachen, die du zerlegen kannst, wofür du was kriegst und allgemein nicht. Komm, hoch. Gibt es für Deko noch was? Ne, bei Deko hast du dann halt den Vorteil, wenn du hier drückst, dass du ab und zu mal so einen Block kriegst, jawohl. Oder immer? Dann haben wir wenigstens Deko-Blöcke da für zu Hause. Nein, nicht immer. Also hast du hier nur die Wahl. Entweder stehen lassen oder so mitnehmen. Okay, so richtig eine Wahl ist es nicht. Jetzt müsstest du wissen, ob sich das überhaupt lohnt, Titan auszubuddeln. Ne? Jupp, 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 dit. Wäre so eine Sache, das zu wissen. Also hier ist jetzt erstmal nichts. Wir nehmen noch mal eine Knifte halt. Mensch, wenn die Spinnen kommen, bist du alle. Ich hab's gerade gesagt. Ich höre sie schon. Ah, dieses Zwischen. Pfui Deivel. Und wenn ich hier umgrabe, ist mir scheißegal. Ich krieg dich. Oh, das leckt. Was sagt die Aufnahme? 60 FPS. Ich bin mal gespannt, ob ihr die Lecks überhaupt mitkriegt. Habe ich wieder volle Textur eingeschaltet? Sieht fast so aus, wa? Das ist so dicht. Das ist automatisch wieder eingestellt worden. Ja, wir gucken weiter. Munition habe ich noch. 2790, das passt. So, hier rum warme. Das hat man uns angeguckt. Hier ist nichts dran. Ist aber äußerst wenig, was man hier rauskriegt, ne? Da, ba, ba. Da hat er sich gerade beschwert und hier. Hier ist es. Da ist noch eine Düse. Jawohl, das. Flux-Spule, genau die braucht man. Noch zwei davon. Wie kommt man da hin? Weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Heißt nochmal rundrum gucken und genauer klotzen, denn die war schön versteckt. Och, Manu. Ihr wisst doch, wie ich bei sowas gucke. Dann lacht er mich wieder aus. Weil ich sie nicht gesehen habe. Die war hier an der Seite versteckt, ne? Ja, bei manchen Sachen kannst du es halt... Da ist es kaputt. Seitendüsen könnten oder oben irgendwo drin sein. Hier ist es kaputt. Nö, wir düsen dann zur nächsten Titan. Die haben wir jetzt abgehackt. Abgehackt! Ach, da müssen wir ja dann erstmal wieder die Teile suchen. Die. Jo, das wird auch wieder lustig. YNV. Wir müssen ja erstmal reinkommen. Zum Abbauen, also. Sag schon, weißt du? Wir müssen jetzt dahin fliegen, da müssen wir erstmal den Kern finden. Na, die da, die da, die da. Da, die da, die da, die dum, 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 die da. Das wird ja lustig. Da hatte ich ja noch gar keine Idee. Obwohl, das ist doch eigentlich völlig Wumms. Wir haben Munition dabei. Wir können uns doch bestimmt durch einzelne Sachen durchschießen. So weit versteckt war es beim ersten Teil auch nicht. Bei dem da oben.
Ich gehe mal davon aus, dass man sich hier ausrüsten soll. Aber mir, ja, ich sehe es auch schon wieder. Mache mal aus hier von der Zeit her. Judith. Kommt schon wieder ran. Lohnt sich jetzt im Moment nicht. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder. Von Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.